Oh, die Post hat mal wieder ein kleines Tütchen aus China vorbeigebracht. Mal gucken, was wir da drin haben. Oh ja, ich bin glücklich. Ich bin so derbst glücklich. Small Packet, wo ist es gekommen? Ich weiß es nicht, ist auch nicht so wild. Ich habe mir mal wieder ein paar Aufkleber bestellt. Ich glaube 100 oder 80 oder 100 Stück. Weil ich stehe so ein bisschen auf Aufkleber. Mein ganzes Auto ist damit zugeklebt. Und war auch vom Versand her super schnell, muss ich sagen. Und war auch nicht wirklich teuer. Ich werde es unten drunter verlinken. Kostet, keine Ahnung, 6,99 € oder so. Und ich sag mal 6,99 € für 80 oder 100 Aufkleber. Dann hat man hier so ein Smiley. Dann hat man hier so ein Dad-Aufkleber, der sieht geil aus. Den hier, dann haben wir hier so einen Revolution-Aufkleber. Defend Equality. Dann haben wir hier so einen Marilyn Monroe-Aufkleber. Oh mein Gott, hier hätte man Hanfblättchen. Dann haben wir einen Pacific Rim-Aufkleber. Dann haben wir hier einen Vans Hello Kitty-Aufkleber. Dann einen Pringles-Aufkleber. Dann so einen komischen Totenkopf mit so einem Atemschutz. Dann einen Nike-Aufkleber mit so ein bisschen abgespaced. Dann einen X-Large Closing-Aufkleber. Ich stehe so auf Aufkleber. Star Power-Aufkleber. Es ging auch wirklich super schnell. Ist auch aus, wie gesagt, aus China gekommen. Cool Cat T1. Na, kennt jeder. Ich liebe sie jetzt schon. Oh mein Gott. Ich sag mal, wenn die ein bisschen halten, die sind von der Qualität her, die fühlen sich auch echt ganz gut an. So ein Doppeldecker London Bus Ding. King Kong. Toy Machine. Pink Panther. Komischer Affe, der ist hässlich. Rockband, naja, ich weiß nicht. Ich bin mehr so der Freak in die Richtung. Ja, der Aufkleber hier geht auch noch. Komischer Skull, Totenkopf, Pirat, whatever. Oh, der ist geil. Star Wars Coffee oder Starbucks Coffee. Beide hintereinander. Oh, ein riesiges Auge. Eine Ente, naja. Milk. Was haben wir hier noch? Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir hier noch einen Dickies-Aufkleber. Dann haben wir hier nochmal so einen komischen London-Doppeldecker. Zoo York. Auf jeden Fall sind die schon ziemlich nice. Also das muss ich ja sagen. Ich glaube, es sind 100 Stück. Ja, Superman. Ich liebe dich. Orange Fresh Fruits. Dann haben wir hier. Was ist das? Das ist von einer Band, aber ich kenne sie nicht. Ist, glaube ich, auch nicht so ganz meine Musikrichtung. Supreme. Was haben wir hier? Affondo Base 3. Was ist denn das? Dann haben wir. Was ist der? Der ist komisch und wieso. Ja, hier ist ein Aufkleber von einer Banane drin, Mann. Cheap Monday. Hört ja immer noch nicht, wenn sie haben noch mehr. Ein komischer Diamant. Oh, ein YouTube-Aufkleber. Oh mein Gott. A-Style. Michael Jackson, The Ultimate Collection. Na, ich weiß ja nicht. Dieser komische, was auch immer. Rusty's. I love right. Oh, ja, oh, das hier ist auch meiner. Komm, Freund der Nacht. Los. Ein angeknabberter Donut. Oder I love Rock'n'Roll. Der geht auch noch. Der ist auch noch schön. Der ist auch noch schön hier. Der gefällt mir auch. Nice. Route 66. Auch geil. Keine Ahnung. Soll es ein Gorilla sein? Ich habe keinen Plan. Das ist, ich weiß nicht mal, wie rum man es halten soll. Ich glaube, es ist ein Gorilla. Batman. The Brave and.
ein Schnurrbart, wenigstens so ein bisschen spacig. Was ist denn das? Tötet er gerade Superman? Warum? Der ist ja mal gar nicht meins hier, so ein 18. Das ist türkisch, das kann doch kein Mensch lesen, Mensch. Auf jeden Fall ich nicht. Das? Was ist das? Der ist auch noch geil. Hier ist noch ein Stormtrooper, der ist natürlich mega geil. Hier ist eine komische Mickey Maus. Der ist auch geil. Wow, ich. Die Freiheitsstatue, auch geil. Die Schuhe, ganz schön scheiße. Aber nicht schlimm. Es können ja nicht alle Aufkleber geil sein, außer mit jedem unterschiedlichen Geschmack, ist ja klar. Aber die werden trotzdem noch. Kenne ich nicht, aber ist cool. Ist nicht cool. Was haben wir hier? Grave Diggers, der ist cool. Naja, Love and Joy. Trotzdem cool. So. Ein Affe mit einer 3D-Brille? Na, ich weiß ja nicht. So, was haben wir hier noch? Keine Ahnung. Ein Herz. Oh, guck ihn ja an. Der ist auch toll. Obwohl er eher aussieht wie SpongeBob Schwammkopf. Oder wie er heißt. Der ist auch okay. Der Panda ist auch okay. Brave ist auch okay. Das ist ein Jesus hier. Okay, sieht trotzdem gut. Oh, yeah. Baby, der ist geil. Coca-Cola ist natürlich auch richtig nice. Passt zu mir. Den nehme ich hier. Sieht auch gut aus. Der sieht oldschool aus. Diese komische Eintrittskarte. Discovery Channel geht auch noch. Wi-Fi. Wi-Fi ist auch okay. Die 80-90% der Aufkleber finde ich eigentlich ganz cool. Gerade auch dieser zerpflückte Teddybär. Das ist zum Beispiel mal gar nicht so meins. 80-90% der Aufkleber sind ganz cool. Ich werde euch das Teil auf jeden Fall unten verlinken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren oder in meine anderen Videos reingucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.